Stress mit Sport abbauen? So funktioniert's. Alltäglicher Stress begleitet eine Vielzahl von Menschen durch die gesamte Woche. Doch warum können wir uns abends nicht einfach auf die Couch legen, um nach einem anstrengenden Arbeitstag zu entspannen? Auf der Couch fährt der Körper zwar die Atmung, den Blutdruck und den Herzschlag herunter, aber die Stresshormone sind weiterhin in unserem Körper aktiv. Dies sorgt dafür, dass wir weiterhin angespannt sind, schlecht schlafen und am nächsten Morgen erneut gestresst in den Tag starten. Oh, ein richtiger Teufelskreis. Aber wie kann ich jetzt meinen Stress abbauen? Eine Lösung ist Sport. Mit einer moderaten Einheit Sport von 30 bis 60 Minuten regulierst du die Stresshormone, die zuvor noch in deinem Körper gekreist sind. Das liegt daran, dass während des Sports die Produktion von Glückshormonen wie Serotonin und Endorphinen angekurbelt wird. Zusätzlich kommt unser Stoffwechsel in Fahrt und der Blutzucker, die Blutfette sowie unser Stresshormonpegel werden gesenkt. Wir zeigen dir auf, weshalb sich die Stressreduktion mit Sport besonders anbietet. Die folgenden vier Gründe geben dir einen Überblick. Sport macht glücklich. Wie entsteht das gute Gefühl nach einem intensiven Workout, einem entspannten Spaziergang oder einer ausführlichen Radtour? Zum einen werden beim Sport Glückshormone ausgeschüttet, die dich automatisch in eine bessere Stimmung bringen. Zum anderen bist du nach einer Sportsession zufriedener mit dir selbst. Schließlich hast du dich motiviert, ausgepowert und dein Ziel erreicht. Eine dieser Studien ist die Kooperationsstudie der Universität Basel und verschiedener schwedischer Universitäten. Dabei wurde das derzeitige Stressempfinden von rund 200 schwedischen Arbeitnehmern erfragt. Mittels eines Fahrradergometer-Tests ermittelten die Wissenschaftler anschließend das Fitnesslevel der Arbeitnehmer. Außerdem führten sie eine weitere Befragung durch, wie das Stressniveau nach der sportlichen Betätigung wahrgenommen wird. Hierbei konnte bei den Teilnehmern mit hohem Stressniveau eine wesentliche Senkung des Stresslevels notiert werden. Die Probanden fühlten sich weniger gestresst. Probleme lösen sich in Luft auf. Während des Sports lenkst du deine Aufmerksamkeit vollkommen auf das Training. So vergisst du ganz nebenbei deine Probleme. Die Bewegung erzeugt eine bessere Selbstregulation, sodass du eine einzige Tätigkeit fokussierst. Du bist resistenter gegen Stress. Wenn du dich regelmäßig bewegst, wird der Stresspegel in deinem Körper reguliert. Dadurch ist dein Stoffwechsel darin trainiert, Stresshormone abzubauen und ist im Endeffekt resistenter gegen Stress. Zu guter Letzt eine kurze Zusammenfassung, warum du bei Stress zu den Sportschuhen greifen solltest. Während du im Stress bist, werden Stresshormone gebildet. Stresshormone können Körper und Wohlbefinden beeinflussen. Sport hilft dank der Produktion von Glückshormonen, den Stress zu neutralisieren. Bereits drei Sporteinheiten à 45 Minuten pro Woche verbessern die Stimmung. Und das war's für heute. Wenn du keine neuen Videos mehr mit geheimen Tipps rund um deine Gesundheit verpassen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.